Hey Leute, was geht ab? Hier ist euer Coach Eddie und ich muss euch ein Geständnis machen, und zwar folgendes. Ich bin jemand, der es extrem liebt, mit vollgeschlagenem Magen ins Bett zu gehen. Ich habe es wirklich verehrt, mit Pasta, Reis, Kartoffeln, alles schön am Abend gegessen, um mich damit einen kugelrunden Bauch ins Bett zu legen. Das ist doch das beste Gefühl. Sagen wir doch mal ehrlich, das ist eines der besten Gefühle, oder? Also du liegst wirklich im Bett und du kannst nicht mehr aus dem Bett fallen, weil dieser Bauch dich einfach aufhält und du nicht mehr hinausfallen kannst. Naja, okay. Natürlich ist diese Methodik nicht förderlich, wenn wir darüber nachdenken wollen, wirklich effektiv Fett zu verbrennen oder Gewicht zu verlieren. Hier also das Video rund ums Thema, was kann ich essen, bevor ich schlafen gehe. Als Tipp Nummer 1 oder den Klassiker, den ihr wohl alle wahrscheinlich kennen werdet, ist da Magerquark. Ja, okay, Magerquark, kann man sich reinlöffeln. Ich bin kein Fan davon, ich mag das einfach nicht. Wenn ich von, niemals, kann ich nicht. als Alternative kann man da nutzen, Thunfisch, ja, eine Dose Thunfisch, ein bisschen Olivenöl drüber und dann das Ganze sich geben. Warum Fette und Eiweiße? Eiweiße wird dann in dieser Fastenzeit, in dieser Schlafenzeit, wo der Körper sich erholen kann, wunderbar genutzt, um Muskulatur weiterhin aufzubauen. Ne? Durch das hinzugefügte Fett verdaut der Körper alles schön langsam und die 8 Stunden in der Regel, wie du schläfst, ist dein Körper wunderbar versorgt mit Nährstoffen. Ja? Hüttenkäse, wer das gerne mag, kann das auch gerne essen. Also es geht einfach darum zu gucken, dass du wirklich eiweißreich isst. Was also nun tun, wenn du zum Beispiel ein Training hast, was erst kurz nach der Arbeit absolvierbar ist? Das heißt, sagen wir, du gehst um 20 Uhr erst ins Studio, was machst du denn also? Selbst da würde ich dir empfehlen, dass du nach der Arbeit dich beschränkst auf eine kohlenhydratarme Ernährung. Ja? Denn in dem Moment, wo du Kohlenhydrate zu dir führst, in größeren Mengen, ist der Körper nicht in der Lage, weiterhin Fett zu verbrennen. Er denkt sich, ach super, Kohlenhydrate sind da, klasse. Ne? Insulin wird ausgeschüttet, und wenn Insulin ausgeschüttet wird, kannst du keinen Zentimeter Fett verbrennen. Okay, das muss uns klar sein. Und daher mein Tipp, wirklich auf Kohlenhydrate zu verzichten, kurz vorm Schlafen gehen. Es gibt Leute, die auch diskutieren und sagen, Mann, ich esse ab 18 Uhr nicht mehr und dies und das. Und dann denke ich mir so, okay, 18 Uhr isst du nicht mehr. Heißt das, 17.59 Uhr ist deine letzte Mahlzeit, oder was ist mir jetzt erklärt? Also nichts mehr essen würde ich auch nicht empfehlen, denn dein Körper braucht schon Nährstoffe, um sich die Nacht über zu versorgen. Denn wenn, ich bin ein großer Feind von Hungern, ja, und Hungern vom Schlafen gehen, also ich krieg dann Depression, ich liege echt im Bett und denke, mein Leben ist traurig. Das kann ich gar nicht. Ja? Deswegen wirklich bitte da auf Eiweiße und Fette zurückgreifen, diese nutzen, um schlafen zu gehen. Also Eier zum Beispiel, ja, Omelettes, super Sache. Man kann sich auch dann auch wieder ein paar Paprika dazu schneiden. Das ist minimal an Kohlenhydraten, das lassen wir nicht mehr gelten. Das wird nichts auslösen im Körper. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Für alle, die zum Beispiel auch gerne das supplementieren, da habe ich zum Beispiel den Tipp für euch, dass ihr gerne Casein-Eiweiß nutzen könnt. Das ist ein Eiweiß, was im Magen sehr dick wird. Ja, das ist der Körper kann davon lange zehren und greift sich einfach daraus die Nährstoffe. Das ist was ich empfehlen kann, was ich damals zu Anfang meiner allerersten Low-Carb-Diät gemacht habe und was sehr gut funktioniert. Also jeder Tipp also von mir: 4 Stunden vor Schlafen gehen, eiweißreich, fettreich ernähren, Kohlenhydrate weglassen, am besten auf den Morgen oder nach dem Training beschränken. Wenn du nach dem Training natürlich später isst, dann halt nur noch morgens, okay? Alles klar. Hier mein Tipp an euch da draußen. Probiert es aus, ihr werdet es definitiv sehen. Testet es mal aus, falls ihr das noch nicht gemacht habt, für 4 Wochen. Und schreibt mir mal wieder, wie ihr da zurechtgekommen seid. Okay? Euer Coach Eddie, peace out.